Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück hier zum Oh nein, oh nein, runter, runter, runter. Zum Let's Play von Sniper Ghost Warrior 2. Ja, wir müssen hier jetzt irgendwie vor dem Boot schaffen, unser Mate zu kommen. Ich denke mal, wenn ich jetzt auftauche, entdecken die mich. Wir müssen hier rüber. In der letzten Folge haben wir es am Ende dann noch gefailt. Da wir gesichtet wurden, weil ich geschossen hatte und ich dann ja nur einen von den Gegnern töten konnte. Vorsicht. Was? Guter Schuss. Ich wollte schon sagen, Alter. Okay, weiter. Vorsicht. Habe ich da gegen den Pfosten geschossen oder was? Sieht so aus. Wir müssen sie ablenken, um zum Strand zu kommen. Lass uns C4 im Haus einsetzen. Das sorgt für ordentliche Ablenkung. Roger. Ich kümmere mich um C4. Und du gibst mir Deckung. So, okay, schön gerade. Sind platziert. Perfekt. Okay, lass uns abhauen. Wir zünden die Ladungen, sobald wir weit genug weg sind. Halt. Ich denke mal, wir sollten jetzt mehr auf unseren Spotter hören. Weil alles andere bringt nur Unglück. Geh! Hier durch! Похоже, тут целое подразделение противников. Некоторые посты не отвечают. Раскрой свои чертовы глаза, Jetzt müssen wir aufpassen, dass uns hier keiner entdeckt. Понял меня? Да, сэр. Хорошо. Нужно подготовиться к встрече с противником. Ясно, что они пришлют настоящих профи. А, ich denke mal, soweit wird's jetzt kein Problem sein. Думаешь, сделка босса сорвется? Может, покупатель испугался? Не. Мне говорили, они лучшие друзья. Да плюс боссу. Alles klar. Ich bin dabei. Spring das C4, Cole. Okay, Leute, 3, 2, 1. Das ist gut. Ja, sehr gut. So, weiter geht's. Lass sie vorbei. Es hat geklappt. Weiter. Sehr gut. Na, steh auf, komm. Lass mich laufen jetzt. Geht doch. So, und weg von hier. Schnell, ins Wasser. Ja, er spritzt. Das ist halt richtig dumm, wenn der Spotter Sachen macht, die schief gehen. Weil ich muss ja auf ihn hören, dann mache ich, was er sagt. Diese Ruinen müssen zum Dschungel führen. Dann ist es zur Wache im Direkt. Und das dann auch wieder falsch. Naja gut, wir haben es ja überlebt, wenigstens. Oh Moment, kann ich hier was looten? Ja. Stopp! Feuer einstellen, abwarten. Gesichert, los. Kontakt. So, den haben wir. Sie gleichzeitig. Oha. Ziele erledigt. Rücken vor. Sehr gut. Ah, über die Gleise. Los, los, los. Und das sind die Geräusche übrigens von Daisy, wenn man über Metallböden läuft. Ich weiß nicht, wie die zusammenhängen, aber jedenfalls, das sind die identischen Geräusche. Also wenn ihr in Daisy über irgendeinen Metallboden lauft, hört ihr genau dasselbe. Mehrere Ziele unterhalb von uns. Wir müssen sie ablenken, bevor es weitergeht. Ich schiele auf den Treibstofftank des Lasters. Macht sicherlich eine Menge Lärm. Also.
Oh, so ein bisschen Lärm hat's gemacht, ne? Wurde auf einmal direkt viel wärmer, oder? Was sagst du dazu? So, los geht's. Hoffen wir mal, dass sich keiner von den Gegnern umdreht, sonst haben wir ein Problem. Nicht schießen, sie spielen uns in die Hand. Habe verstanden. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ach, alles safe. Ausschalten. Und tschüss. Guter Schuss. Rücken vor. Ich hab nicht geschossen, aber danke. War ja fast ein Schuss. Scharfschütze am Glockenturm weiter weg. Er hat gute Sicht. Wir müssen ihn erledigen. Okay, das wird jetzt unser erster etwas längerer Schuss. Wir eigentlich erst den roten Punkt haben. Da haben wir ihn. Und pam. Ein paar Streute sind in diesem Gebiet. Knall sie ab. Benutze dein Fernglas, um sie aufzuspüren. Den noch. Da. Alles klar. Aufgespürt habe ich sie jetzt, ja. Kann ich jetzt schießen, oder? Ah. Komm. So, sehr gut. Bereich ist und sicher. Pam. Racer, Uniform. Tschüss. Missionsstatus. Hinter uns gesichert. Hammer. So, weiter geht's. Weiter zum Treffpunkt. Verstanden. Okay, oh, Gott, Badeparadies. Ich decke Keller und seine Männer, du sicherst eine gute Position auf dem Glockenturm der Kirche. Viel Glück. Dir auch. Hau rein. Feindliches Boot, ducken. Bleib unten, lass das vorbei. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Mal sehen, ob das positiv oder negativ ist. Es kann einmal heißen, dass wir jetzt uns freier ausleben können. Allerdings können wir jetzt auf unsere eigenen Dummheiten uns selber Probleme verschaffen. Aber ich weiß nicht, als Sniper sollte man auch mal alleine eine Zeit rumbekommen. Und ich glaube, das schaffen wir schon. So, tauchen wir erstmal hier durch diese schöne Höhle mit den ganzen Korallen. Hatte gar kein Problem. So, da haben wir mal alles nach. Oh Leute, ich dachte gerade, da kommt einer um die Ecke. Glück gehabt. Meine Position ist westlich vom Bahngelände. Anderson, was ist deine Ankunftszeit? Ich bin oben auf dem Weg zum Kircheneingang. Oh, hier ist wieder Munition. Nehmen wir natürlich mal mit. Habe die Kirche erreicht. Weiter zum Kirchturm. Okay. Würde nicht schaden, wenn du ein paar heilige Marias in unsere Richtung schickst. Diese Radarseite scheint schwer bewacht zu sein. Mal sehen, was ich tun kann. Anderson out. Anderson? In Position. Stelle Kaliber 50 auf. Was ist hier der Plan? Hier ist Keller. Ich kümmere mich um den. Oh ja. So machst du von deiner Position aus Sicht. Roger, ich sehe dich. Gib uns den Berg hoch, Deckung. Curtis und Nichols, ihr seid bei mir. Diaz, du hältst Ausschau. Die anderen diese Position für den Abzug sichern. Anderson, halt uns den Rücken frei.
Alles klar. Roger, ich versuche euch ein paar Ziele übrig zu lassen. Will ich aber nicht, weil ich bin nicht vor uns. Ging's da? Oha. Feuer einstellen, abwarten. Wir sind hinter dem Steg. Knall die Wache ab, wir werden die Leiche finden. Genau zwischen die Augen. Easy weggerotzt. Anderson, Feinde an der ersten Unterufe. Noch nicht angreifen. Ist verstanden. Abwarten und Tee trinken. Feuer, sobald sie sich den Hunden zukehren. Wir müssen so lange wie möglich unentdeckt bleiben. Scheiße. Ja, das hat gut funktioniert. Feinde auf 6 Uhr. Und hier. Feindliche Verstärkung! Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Mehr Feindeinheiten auf dem Weg, Uniform, wir sind unter starkem Beschuss! Angriffseinheiten zurückfallen! Verfickte Scheiße, das habe ich verkackt. Mist! Okay, wir versuchen es nochmal. Ich dachte echt, die wären alle, hätten sich den Rücken zugedreht. Deswegen habe ich auch geschossen. In Position, stelle Kaliber 50 auf. Was ist hier der Plan? Roger, aber natürlich. Gib uns den Berg hoch Deckung. Curtis und Nichols, ihr seid bei mir. Diaz, du hältst Ausschau. Die anderen diese Position für den Abzug sichern. Anderson, halt uns den Rücken frei. Roger, ich versuche euch ein paar Ziele übrig zu lassen. Wir haben einen Feind auf dem Steg vor uns. Cool war das nicht, Cole. Wir sollten so leise wie möglich sein. Anderson, Feinde an der ersten Hütte am Ufer. Noch nicht angreifen. Ich hab's jetzt mal ein bisschen schneller geregelt. So, und jetzt passen wir auf, dass die sich nicht gegenseitig sehen da. Feuer, sobald sie sich den Rücken zukehren. Wir müssen so lange wie möglich unentdeckt bleiben. Ich weiß nicht, ist das schon Rücken zukehren? Also er ist auf jeden Fall. Schuss. Okay. So, und dann noch eben direkt mit weg. Und zack. Ein Schlag. Hammer. Sehr gut. Immer schön leise sein. Ich weiß, wäre auch Profi. Feind links von dir auf dem Balkon. Hab ich. Jetzt. Anderson, Status. Und weiter. Bestätigt. Diaz, du hältst Ausschau. Die Bucht wurde gesichert. Rücken zum nächsten Kontrollpunkt vor. In alle Richtungen aufpassen, Leute. Das finde ich ein bisschen nervig, ist immer die Kamera blockiert, das heißt, ich kann jetzt nicht, jetzt brauche ich noch weiter nach vorne. Zur Hölle! Feindlicher Heli, Feuer einstellen, Feuer einstellen! Das könnte zum Problem führen. Bestätigt. Lass ihn gehen, auf diesem verdammten Turm nicht bewegen. Nur noch etwas länger. Ziel eliminiert. Gar kein Problem. Wir müssen gleichzeitig schießen. Alles klar. Zählt er runter oder so? Angreifen. Gute Arbeit. Bereich ist frei. Da kommt jemand. Das haben wir sicher, so. Aus, zwei Männer. Lass ihn nicht an Amos. Nein. Geht doch, Alter. Der war ja mehr als eine schwere Geburt. Alles frei. Beeilung. 3-1 auf. Frag mich, ob ich den Alarm auch kaputt schießen kann. Auf euch. Alles klar. Bereit zum Sammeln. Over. Cole, ich lauf rüber. Gib mir Deckung. Diaz, ich habe zwei Ziele in deinem Einsatzbereich. Einer auf der Plattform in deiner Nähe, der zweite auf der Brücke. Den knöpfe ich mir vor. Der auf der Brücke knöpfe ich mir vor. So, ich habe mal beide gemacht, schnell. So. Bauchspeicheldrüse zerlegt. Drei vor uns. Nichts machen. Lasst uns abwarten, was sie machen. Drei vor euch.
Lasst uns mal schauen. Erstmal nicht schießen. Sieht aus, als ob sie einen Plausch halten. Abbrechen. Angreifen. Okay, alles frei. Den habe ich noch schnell seinen Ellbogen zertrümmert, aber läuft. Bin fast in Position. So, wir müssen die restlichen Feinde kalt machen. Kontakt. Die anderen. Zwei Ziele blockieren meine Route. Mach sie alle, wenn die Wachen woanders hinschauen. Und mit dem lassen wir ja nicht sehen, wenn ich den jetzt so. Roger. Zack. Wolle. Es juckt schon mal gar nichts hier, ne? Du hältst mal die Fresse da. Verdammt. Zack. Danke, Kumpel. Tschüss. Kein Problem, ich bin Profi. So. 1, 2, 3, 2, ich habe Verbindung mit unseren Jungs. Wir machen uns bereit, das Radar anzugreifen. Verstanden? Gut, verstanden. Alles schon weg. Angreifen. War das das Go? Dann bam. Schalt die Scheißkerne aus! Nein, genau zwischen den Beinen drücken. Da sind wir Wichser. Sektor gesichert. Der ist down, sehr gut. Los, los, los! Gut, unseren Virus in ihr System zu laden sollte kein Problem sein. Wir denken, es handelt sich um Post-Serviette-Ausrüstung. Roger. Ziel erreicht. Virus wird jetzt hochgeladen. Fertig. Dieses Ding registriert jetzt nicht mehr einen Meteoriteneinschlag. Moment, wir haben hier was. Das solltest du dir anhören. Du будешь делать со шпионом? Конечно, его нужно допросить, идиот. Отведи его в комнату босса рядом с вертолетной площадкой. С ним ничего не должно случиться, понял? Гассер, но я готов спорить. Если он попадет к телохранителю босса, то ему придется опять отмывать стены. Wir müssen die Daten an Chase weitergeben. Wir halten sie auf dem Laufen. Anderson, gehen Sie voran zum Übergabeort. 3-1 für die Nachzügler wegputzen und mit dem Boot hinterherkommen. So. Akt 1. Ich glaube, das war aber nur der erste Teil, also noch nicht ganz durch. Wir haben insgesamt 45 Kills gemacht. Wir haben 16 Kopfschüsse gemacht. Doppelte Kopfschüsse haben wir einen nur gemacht. Messerkills haben wir 3 gemacht. Alarm ausgelöst wurden 2. Getötet wurden wir kein Mal. Beziehungsweise minus 2 und Spielzeit 26 Minuten haben wir dafür gebraucht. Und weitester Treffer war 747 Meter, weitester Kopfschuss 734 Meter und Gesamtgenauigkeit 84%. So, Mission 2 aus dem ersten Akt.